Willkommen zurück beim letzten Event des Wochenendes, dem Sprintrennen. Hier wurde für die Startaufstellung die Rangfolge der besten 8 aus dem gestrigen Hauptrennen umgekehrt. Und in wenigen Minuten werden die Fahrer auf die erste Kurve zurasen. Wir warten auf den Start eines weiteren heiß ersehnten Formel-2-Renns. Und ich erhalte erneut Verstärkung von Davide Valsecchi. Davide, kannst du als ehemaliger GP2-Champion uns einen Einblick geben, was in den Köpfen dieser jungen Fahrer unten auf dem Grid vor sich geht? Hallo Alex, freut mich hier zu sein. Das ist eine nervenaufreibende Phase, daran besteht kein Zweifel. Mentale Stärke ist unverzichtbar, um beim bevorstehenden Rennen ruhig und fokussiert zu bleiben. Die Formel 2 besticht durch einen harten Konkurrenzkampf und alle Fahrer wissen, dass sich hier niemand etwas schenken wird. Die Nerven zu behalten ist die halbe Miete, aber daran muss man sich in dieser Umgebung erst gewöhnen. Und damit herzlich willkommen zurück zur F2 2020 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Das Sprintrennen von Ungarn steht an und wir dürfen von Position 7 ins Rennen gehen, was natürlich gleichbedeutend ist, dass wir im Hauptrennen Zweiter wurden und das war ja so eine kleine Nervenschlacht, denn wir wussten bis zum Schluss nicht, okay, holen wir gar keine Punkte, holen wir ein bisschen Punkte oder holen wir die Big Points und am Ende würde ich sagen, ja, waren es die Big Points. Wer das Hauptrennen verpasst hat, erstmal Schande, auf jeden Fall nachholen, mehr verrate ich an der Stelle nicht. Gut, das Ergebnis habe ich schon verraten, aber trotzdem, es ist super geil anzusehen. Schön auf jeden Fall, solltest du das Hauptrennen gesehen haben, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, Sprintrennen steht an, das heißt, wir machen eine Nullstopp. Ja, das ist eigentlich gang und gäbe, es sei denn, das Wetter ändert sich, aber das Wetter bleibt diesmal gleich. Ich habe allerdings in der Trockenphase des Hauptrenns, jetzt habe ich wieder was gespoilert, es hat geregnet im Hauptrennen, egal. Man geht einfach davon aus, bei einem fortlaufenden Let's Play, bei einer fortlaufenden Karriere, dass man die Infos des Vorrennens weiß. Ja, also ich glaube, da muss ich keine Rücksicht nehmen. Sei es drum. Ja, weiß ich, dass im Trockenen ich ein bisschen understeery war, weil ich das Setup etwas entschärft habe wegen dem Regen, was nicht schlecht war, definitiv nicht, wie man dann hoffentlich gesehen hat. Ich möchte aber gerne dem entgegenwirken, indem ich mir mehr Frontflüge gebe. Kann natürlich absolut schief gehen, weil die Konkurrenz auf den Geraden sowieso schon deutlich schneller ist. Aber ich glaube trotzdem, oder ich verspreche mir trotzdem davon, dass ich ein bisschen besser in die Kurven reinkomme und vielleicht dadurch ein bisschen besser mehr Speed aus den Kurven mitnehmen kann und am Ende sogar vielleicht auf den Geraden einen Ticken schneller bin. Ja, vielleicht. Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz will ich einfach nur Spaß haben und das werden wir am besten, wenn wir das Rennen fahren und deswegen gehen wir auch direkt mal rein in die Einführungsrunde. Und ja, mal schauen, was wir am Ende reißen können. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Ja, großer Unterschied im Sprintrennen ist natürlich, wie gesagt, dass man in der Regel nicht stoppt. Das heißt, man muss den Reifen schon ein bisschen länger managen. Was wir auch schon im Hauptrennen ein bisschen geübt haben. Also das sollte eigentlich gelingen mit dem Medium. Und daher verspreche ich mir schon, denke ich, Punkte mitzunehmen. Im Sprintrennen gibt es natürlich nur Punkte für die ersten 8, nicht für die ersten 10. Es gibt auch nicht so viele Punkte wie im Hauptrennen, aber es gibt Punkte. Und ja, jeden Punkt, den wir mitnehmen, bringt uns unserem Ziel, Formel 2 Weltmeister zu werden als Mick Schumacher, ein Stückchen näher. Und ja, jetzt muss man mal gucken, dass wir einen guten Start hinbekommen. Das ist so mit das Entscheidende. Und dann, ja, schauen wir einfach mal. Ich freue mich drauf. Die Formel 2 Boliden machen immer wieder Spaß zu fahren. Das ist doch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich finde persönlich, dass die Formel 2 Boliden hier in F1 2020 als auch schon in F1 2019 ja, fast doppelt so anspruchsvoll zu fahren sind als die Formel 1 Boliden. Aber deswegen nicht minder spaßiger, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht sogar dadurch ein bisschen spaßiger, weil man mehr ein Auto fährt und nicht so ein Hightech-Fahrzeug. Ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Also man ist halt mehr noch am Fahren. So, man muss mehr noch kämpfen und tun und machen. Und das macht es dann schon irgendwie spannend. Aber es ist, wie gesagt, das ist super anstrengend. Ich schwitze mir da immer ein übelst ab. Aber ja, wenn es mit Spaß verbunden ist, dann macht man das doch sehr, sehr gerne. Und apropos Spaß, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Sprintrennen von Ungarn hier auf dem Ungaroring. Und natürlich damit verbunden die bestmögliche Unterhaltung.
Drück mir die Däumchen. Jetzt geht's los. So. Start ist immer noch so eine Kunst, finde ich, im Formel-2-Boliden, aber ich versuche mein Bestes, einigermaßen wegzukommen. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Ja, kein schlechter Start, aber auch kein guter Start. Wird direkt hier attackiert. Da ziehen sie raus. Ich versuche mal vielleicht außenrum. Wieder. Ja, passt. Okay, wir halten immerhin den siebten. Jetzt kommt der Gegenangriff. Ja, wie schon gesagt, die Konkurrenz ist auf den Geraden ein bisschen schneller. Ich hoffe jetzt aber, dass ich in dem Tumult vielleicht mich gut positionieren kann. Nehmen wir mehr Schwung mit. Wenn ich jetzt das gut anstelle, könnte ich... Ne, er zieht vor, oder? Doch, passt. Sehr gut. Ihm ganz, ganz wenig Luft nur gelassen, sodass er viel Tempo hätte rausnehmen müssen, oder was er auch hat. Dementsprechend konnte ich auch vorbeiziehen. Die kämpfen auch da vorne, was mir jetzt helfen sollte. Ja, Einlenken ist total krass im Vergleich zum Hauptrennen jetzt. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht übertreibe, sonst kommt die Hinterachse rum und das wollen wir auch nicht. Weil es sollte eigentlich bei den Einstellungen nicht passieren. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem, dass ich halt auf den Geraden nicht so schnell bin. Und wenn ich hier so ein Tumult bin, weiß ich nicht, ob ich das krass verteidigen kann gegen Piquet. Jetzt gucken wir mal. Die Vorderen sind auf jeden Fall schon ein bisschen auf und davon. Oh, der ist in die Box gegangen. Hatte der einen Flügelschaden? Das ist natürlich bitter. Aber für uns gut, weil dadurch haben wir jetzt ein bisschen Puffer. War auch ein bisschen eine hektische Startphase. Also da will ich mich nicht als Engel beschreiben. Da habe ich bestimmt auch das ein oder andere Manöver gemacht, was ein bisschen hart war. Aber hey, nur die Harten kommen in den Garten, oder wie heißt das? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da versuchen dran zu bleiben an den Herrschaften. Sollten jetzt aber gerade im zweiten Sektor und auch im dritten Sektor definitiv einen Vorteil haben gegenüber der Konkurrenz. Wenn wir jetzt die Reifen nicht komplett zerstören in der Phase, haben wir vor allem hinten raus ganz gute Karten, vielleicht da noch was zu reißen. Da ist er nochmal rausgezuckt, aber ich habe es noch gemerkt. Ich dachte nämlich, ich kann da bestimmt ein bisschen später bremsen. Ein bisschen härter bremsen. Das ist natürlich gut, wenn wir von Giotto ein bisschen Windschatten mitnehmen. Dass wir da jetzt nicht gleich wieder geschlupft werden. So, DRS ist aktiviert. Natürlich erst ab dem nächsten Messpunkt. Fahrzeug fühlt sich gut an. Also das war, glaube ich, schon die richtige Entscheidung, auch wenn wir jetzt nochmal mehr Topspeed verloren haben, da wirklich auf mehr Flügel zu gehen. Und somit wieder das Setup ein bisschen dahin zu bewegen, wo es eigentlich ursprünglich geplant war im Trockenen. Aber dadurch, dass ja es im Quali geregnet hat, musste ich das Setup notgedrungen ein bisschen umbauen, ein bisschen entschärfen. Ich glaube, so ist es dann ein ganz guter Workaround. Man merkt auch, in den Kurvenabschnitten komme ich jetzt gerade gut ran. Ich meine, wir befinden uns hier jetzt auch voll in der verwirbelten Luft. Das heißt, es sollte, wenn wir an denen vorbei sind, sogar nochmals besser sein. So, ich probiere mal was. What the move! Ja. Das wollte ich probieren, hat geklappt. Das haben wir nämlich gerade vorher gesehen, die Runde davor, dass sie da ein bisschen Tempo rausnehmen aus dem, mit in dem Linksknick. Da dachte ich, wenn ich da den vollen Schwung nutze, um mich nach rechts austragen zu lassen für die Rechtskurve, dann
könnte ich mich innen vorbeisetzen und die können dann auch den Schwung aus der schnellen Rechts nicht mitnehmen. Und das hat geklappt. Mag ich. Wenn die Ideen im Motorsport aufgehen, dann geil. So. We're leading our teammate by 2.9 seconds. So, wir sind auf Platz 4 vor uns. Tiktum auf 3. Das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt schaffen könnten, an ihn ranzufahren und ihn vielleicht auch zu überholen. Das wäre Podium. Podium wäre natürlich schon geil, wenn wir natürlich zweimal Podium an dem Rennwochenende. Bei doch sehr schwierigen Bedingungen, bei einer doch sehr schwierigen Strecke, wie ich finde. Da sag ich nicht nein. Nur halt nicht übertreiben, immer Kontrolle haben. Hier da vielleicht auch ein bisschen was. Ja, wir kommen sogar ins DRS-Fenster, glaube ich, gerade. Was ja gut wäre, wenn wir das dann direkt mitnehmen. Ja, Auto ist tausendmal geiler, so zu fahren. Ihr seht auch, wir fahren hier direkt die lila Sektoren. So ist das gut. So will ich das. Das ist nämlich das, was wir auf den Geraden verlieren, gar nicht so schlimm, weil wir auch in den Kurven das alles wieder irgendwo reinfahren. Kommen wir mit wahnsinnig viel mehr Schwung her. Da würde ich mir halt wünschen für die Zukunft, für die zukünftigen F1-Teile, dass in der Formel 2 die KI auch mehr die Setups an die Strecken anpasst. Weil, naja, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die gefühlt auf solchen... dass ihr an, naja, Strecken, wo man eigentlich mit ein bisschen mehr Downforce schnellere Rundenzeiten erzielt, trotzdem so auf Topspeed geholt sind, sage ich jetzt mal. Genauso auch auf Highspeed-Strecken wiederum, dann auf einmal mehr Downforce fahren. Die fahren quasi gefühlt immer so ein bisschen Standard-Setup-like. Natürlich nicht ganz, aber ihr wisst schon, was ich glaube ich meine. Das wäre schon cool, wenn das da die Entwickler noch ein bisschen mehr anpassen. Ich finde, in der Formel 1 ist es mittlerweile ganz okay. Auch nicht überall bremst der früh. Da wollte ich gar nicht rein. Aber hier ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Ich meine, gut, ist jetzt auch erst das zweite Spiel, das zweite F1-Spiel, wo die Formel 2 dabei ist. Aber ja, ein bisschen Entwicklung sollte da schon noch reingesteckt werden, finde ich. Weil Potenzial ist da, das macht schon Spaß. Aber man merkt halt hier und da doch diese kleinen Krankheiten. Die sollten halt nicht da sein. So. Der Bremser tat natürlich jetzt den Reifen nicht gut. Und ständig jetzt hier in der verwirbelten Luft fahren auch nicht. Deswegen sollte ich schon gucken, dass ich jetzt relativ schnell dann doch einen Angriff gegen Tiktum wage. Frage ist es halt nur wo. War ein bisschen aggressiv, aber ja,
Muss ich jetzt so machen. Ja, ein bisschen reindiven. Ich meine, ich habe mich angekündigt, er hätte nicht zuziehen müssen. Also den Kontakt hätte er auch vermeiden können, so ist es nicht. Bin extra schon super weit innen auf den Curb gefahren, dass er noch genug Platz hat zu reagieren. Hat er nicht gemacht. Gut, der wollte wahrscheinlich die Position noch nicht hergeben, aber das ist jetzt auch nicht mein Problem. Wir sind vorbei, das ist was zählt. Unser Auto ist heile, sein Auto ist heile. Daher Kategorie hart, aber fair. Jetzt müssen wir natürlich die frische Luft nutzen und uns vielleicht ein bisschen distanzieren. Vielleicht, ja, wobei den Vorsprung nach vorne werden wir nicht zufahren können. Weil ja, wir haben jetzt erst Rennhalbzeit. Also gucken wir mal, vielleicht müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Auto fühlt sich fantastisch an. Oder sagen wir den Umständen entsprechend. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Okay, laut Chef holen wir ein bisschen auf. Das ist gut. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Chef, ich bin schon längst vorbei. Die Info müsstest du früher bringen. Oh gut, da außen habe ich auch nichts verloren. Ist gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir wirklich aufholen. Oder nicht. Vorsicht. Schon on track bleiben hier. Das sieht schon besser aus als im Hauptrennen. Ja, wir holen, glaube ich, sogar richtig gut auf. Also gerade jetzt hier im Mittelsektor wieder. Und auch im letzten Sektor, denke ich mal, werden wir wieder ein bisschen unseren Aero-Vorteil ausspielen können. Ja, wir haben fast eine Sekunde aufgeholt, wenn ich das richtig sehe. Und die schnellste Rennrunde, sehr gut. Wenn wir jetzt die Reifen auch gut weiter managen und jetzt Quersteher und Verbremser vermeiden, dann ja, haben wir vielleicht auch echt nochmal eine gute zweite Luft am Ende. Wir können dann relativ fix oben gut machen. Ja, in der Formel 2 finde ich, ist Reifenmanagement halt auch. Ja, ob es jetzt mehr entscheidend ist als in der Formel 1, weiß ich nicht, aber es ist schon auch sehr mitentscheidend, auch in der Realität. Dadurch, dass wir jetzt nicht uns nur auf den mechanischen Grip, also den Grip der Reifen verlassen müssen, sondern auch der aerodynamisch ein bisschen mithilft, können wir es natürlich halt schon gut schnell sein und müssen auch die Reifen nicht so quälen, sondern lassen uns ein bisschen durch den, ja, durch die Luft ein bisschen in den aerodynamischen Antrieb, wie gesagt, ein bisschen durch die Kurven tragen. Daher hoffe ich, dass die Reifen nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Natürlich, auf der Kehrseite ist es natürlich auch so, wenn du halt mehr Aero hast, drückst du das Fahrzeug auch mehr nach unten. Und je mehr du das Fahrzeug nach unten drückst, desto mehr ja, belastest du natürlich auch die Reifen. Deswegen, das ist immer natürlich ein schmaler Grat, was jetzt sinnvoller ist. Aber ich glaube, das ist hier so schon der bessere Weg. Also so, wie ich jetzt massiv hier doch schneller bin, habe ich das Gefühl. Jetzt sind wir, glaube ich, was den Abrieb angeht, schon ganz gut aufgestellt. Allerdings, ob wir uns nochmal in Schlagposition bringen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Es sind jetzt noch ein paar Runden. Also Alesi werden wir nicht bekommen, der ist schon auf und davon. Aber ist ja auch in Ordnung. Aber wenn wir jetzt nochmal Platz 2 mitnehmen würden, wäre schon geil. Also sagen wir es so, Platz 3 ist relativ sicher, wenn ich keinen Fehler baue. Was ich natürlich nicht vorhabe. Vorsicht. Dann hätten wir zweimal ein Podium mitgenommen. Aber
da kann man sich gar nicht beschweren, aber jetzt natürlich den zweiten Platz ist natürlich trotzdem besser als dritter Platz. Vorsicht, leichter Quersteher. Genau das sollte ich vermeiden jetzt, der Phase. Ja, man merkt schon, die Reifen bauen schon gut ab. Deswegen jetzt nicht überpushen, schön im Fenster bleiben, wo die Reifen funktionieren. So, das war wieder eine sehr gute Runde, würde ich sagen. Einer in der Box. Allerdings überrundet. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Ja, wir müssen da gucken, dass wir in den nächsten zwei Runden definitiv ins DRS-Fenster kommen. Sonst wird es nichts mehr. Mal gucken, wie gut wir durch Sektor 2 und 3 jetzt kommen. Auto wird natürlich auch leichter, was ein bisschen hilft. Ja, wir kommen ran, das ist gut. Also aktuell, glaube ich, haben wir einen massiven Reifenvorteil gegenüber Trukovic. Das heißt massiv, auf jeden Fall haben wir einen Vorteil. Wir sind nicht mehr weit weg vom DRS-Fenster, also wenn ich jetzt die Runde nicht ganz blöd anstellt, könnten wir ins DRS-Fenster kommen. Und dann hätten wir zwei Runden Zeit, da einen Angriff zu setzen. Müssen wir aber auf jeden Fall schnell zuschlagen. Nicht lange uns hinten dran aufhalten. Bleibt aber relativ stabil. Mal gucken, wie sich das jetzt halt natürlich in der verwirbelten Luft auswirkt. Wir sind aber dran. Puh, spannend. Aber geil. So, wir haben DRS, sehr wichtig. Leider nicht so aufs Gas gehen können, wie ich wollte. Das hat mich ziemlich rausgetragen jetzt. Bremspunkt verschiebt sich natürlich jetzt durchs DRS. Okay. Zwei letzte Runde, also wir müssen jetzt ja schon uns ordentlich positionieren, dass wir da irgendwo einen Angriff setzen können. Dass es an verschiedenen Stellen geht, haben wir jetzt gesehen. Dank DRS fahren wir auch im ersten Sektor eine lila Zeit. Das jetzt aber in Sektor 2 und 3 nicht mehr machen. Ja, das gelingt nicht nochmal. Jetzt hier raus.
nicht so einfach. Verdammt. Problem ist, je länger ich jetzt kämpfe, desto weniger habe ich diesen Vorteil. Deswegen habe ich auch gemeint, relativ schnell versuchen, ein bisschen anzusetzen. Wir sind aber gut dran. This is your final lap of the race. Kreuzen die Linie. Ich setze mich davor, dass er nicht kontern kann. Setze ich mich innen rein, dass er nicht reingreifen kann. Wenn ich mich jetzt hier breit mache, kommt er nicht vorbei. Sehr gut. Yes, baby! P2! Vielleicht haben wir ja Glück und nehmen die schnellste Rennrunde sogar mit. Es gibt ja auch nochmal zwei extra Punkte in der Formel 2. Jeder Punkt ist wichtig in der Meisterschaft. Ein bisschen zu weit, Vorsicht. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen tot. Nicht so tot wie im Hauptrennen, aber ja. Sehr schön, erneut P2. Geil, 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 geil. Da ging alles auf. Da ging alles auf. Was für eine großartige fahrerische Leistung, wie Arden heute den Sieg eingebracht hat. Davide, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied gemacht. Der Fahrer muss natürlich auch gelobt werden, aber Rennen wie diese zeigen, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Sie haben an ihrer Boxenstrategie gearbeitet, um jeden Arbeitsschritt zu verbessern und ihre Reifen optimal zu nutzen. Aber ohne talentierten Fahrer am Lenkrad würde es nicht funktionieren. Arden befindet sich jetzt auf dem Weg zum Siegerpodest. Und man kann die Stärke dieses Teams nicht bestreiten. Sie scheuen kein Risiko mit neuen Talenten. Und heute hat sich das ganz gewiss ausgezahlt. Fantastische Arbeit. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Mick Schumacher, der seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen kann. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Valsecchi, wer dein Fahrer des Tages war. Ich glaube, heute fällt meine Wahl auf Mick Schumacher. Er hat die Strategie perfekt ausgeführt und hielt das gesamte Rennen über ein enormes Tempo. Und weiter zu den anderen Teams. Prema hat seine Führung in der Meisterschaft ausgebaut. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Dumps, das wieder Boden in der Rangliste gut macht. Das war's vom heutigen Rennen. Und Davide und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, das kann sich sehen lassen. Also das war doch ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Wenn wir mal aufs Wochenendergebnis gehen, ist nur Marcus Armstrong mit einem Zähler mehr besser gewesen. Und hier wir mit 32 Punkten machen natürlich trotzdem wieder einen riesen, riesen Satz nach vorne. Und ich meine, wenn wir mal gucken, Armstrong ist wo in der Tabelle? Ja, siebter. Also dieser eine Punkt mehr bringt ihn jetzt nicht wirklich näher an uns ran. Ja, dass eher Drugovic und Matsushita entscheiden. Das Problem ist halt, dass ich gerade in den vor- und vorvorletzten Rennen Drugovic, Matsushita, Markolov und so alle so ein bisschen gegenseitig Punkte weggenommen haben. Und unser stärkster Verfolger eigentlich zu Beginn der ganzen Saison war eigentlich unser Teamkollege Robert Schwarzmann. Aber der hat halt jetzt in letzter Zeit kaum bis gar keine Punkte geholt. Ich meine, gucken wir mal, wie viele Punkte hat er denn geholt? Null. Ja, und das ist nämlich das Problem. Und das ist jetzt schon sehr oft passiert. Und das macht natürlich die Meisterschaft so gesehen ein bisschen langweilig. Aber ich finde die Rennen einzeln gesehen super unterhaltsam. Also gerne mal Feedback geben. Und deswegen, mir macht es halt auch super Spaß, das zu fahren. Und wenn es am Ende halt dann so dominant ist, dann ist es halt so. Ja, dann ist halt der Mick eine geile Sau. Punkt. Nee, geiles Rennen auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, dass alles so aufging, wie ich es mir gedacht habe. Also das mit dem Flügel, ein Klick mehr, hat sich doch ausgezahlt. Gerade auch gegen Ende, man hat es gemerkt. Gegen Ende bin ich immer schneller geworden.
Reifen haben sich noch gut angefühlt, also da hätten wir ruhig noch 2-3 Runden fahren können. Wäre gegangen oder wäre vielleicht sogar noch an Alesi ran, je nachdem wie die eingebrochen wären, aber sei es drum, ich bin super zufrieden. 2. Platz von 7 auf 2 vor, das muss man auch erstmal so schaffen und deswegen, ja, würde ich sagen, gebe ich einfach ab in die Highlights. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen und natürlich auch, wenn du die nächsten Male wieder einschaltest hier zur F2 2020 Mick Schumacher Karriere. Ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle. Bis dann. Ciao.